Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Unterwegs mit Frank. Heute wird gewandert. Wie ihr gesehen habt, bin ich mit dem Auto angereist. Es geht los in Holzhausen, Ext und Steine. Im Lippischen ist das. Und angeblich soll es hier einen tollen Ausblick geben. Schauen wir mal. Natürlich denken können, dass es einen tollen Ausblick nur gibt, wenn man irgendwie ein paar Meter hoch geht. Und ja, das tue ich jetzt auch mal. Ich hoffe nur, das Wetter hält. Angesagt 20 Grad und trocken. Schauen wir mal, was daraus wird. Aber sieht ganz schön aus, der Weg. Beim Wandern ist das ja ähnlich wie beim Radfahren. Wenn man da aufhört, wo man angefangen hat, musste man genauso viel bergauf wie bergunter. Das ist doch fair. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde bergunter manchmal unangenehmer als bergauf. Ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Ein Reh. Ich guck mal, ob ich das mit der anderen Kamera etwas näher rankriege. Moment. So. Tut mir leid, dass es ein bisschen wackelt jetzt. Aber ich habe halt kein Stativ dabei. Da steht er wie festmontiert. Oh ja, guck. Da freut sich natürlich der Jäger, wenn das Reh da so steht und nichts tut. Hallo Reh. Es guckt mich nur an. Ich meine, was soll's auch sonst machen? Ich würde kaum sagen, hey Frank, machst du wieder eine Folge aus deiner Reihe? Unterwegs mit Frank. Ein sprechendes Reh, das hätte mich dann auch schon schwer beeindruckt. Aber schön hier. Wieder bergab, aber da so ein großer Aussichtspunkt meines Erachtens noch nicht zu sehen war, geht es gleich bestimmt auch wieder bergauf. Das ist jetzt keine Hoffnung, das ist einfach nur Erfahrung. Übrigens, mit dem Wetter sieht gut aus, finde ich. Guck mal an, ein Rettungspunkt. Hoffen wir mal, dass wir den nicht brauchen. Geisterschlur. Bin gespannt. So. Jetzt ist eine ganze Zeit bergab gegangen. Da geht es auch noch bergab, aber wir müssen da lang. Bin gespannt, was das wird mit dieser Aussicht. Naja. Ich hab doch gesagt. Irgendwann geht's wieder bergauf. Jetzt ist irgendwann.
Wenn ich mir die Bäume da angucke, würde ich glatt sagen, ein Großteil hat es hinter sich. Aber Borkenkäfer, trockene Sommer, warme Winter, so ein Nadelbaum hat es auch nicht leicht. Es gibt hier übrigens nicht nur festgenagelte Rehe zu sehen, sondern auch schöne Blumen. Schön, aber ich glaube, das ist Fingerhut. Auch giftig. Gegessen wird zu Hause, erst recht keine Blumen. Nein, ich habe nichts gegen Vegetarier. Es hätte nicht viel gefehlt. Und ich wäre an der Geisterschlucht vorbei. Na gut, fast bin ich es ja. So eigentlich auch ganz. Aber ich kann noch ein paar Meter zurückgehen und gucken wir mal, wo das hier hinführt. Runter geht's da. Aber ganz ehrlich, wenn das so ein richtig geiler Hotspot wäre, dann wäre der ausgeschildert, beziehungsweise besser ausgeschildert. Ich werde da jetzt nicht mich in Gefahr begeben. Schließlich habe ich noch ein bisschen mehr vor. Wenn das wen interessiert, das ist übrigens der Stemberg, wo wir hier gerade unterwegs sind. Und wenn sich jetzt jemand von euch, vielleicht nicht zu Unrecht, fragt, schön Frank, dass du uns mit auf die Tour nimmst, ich würde dir gerne nachgehen, oder würde dir auch gerne machen, wie komme ich da dran? Ich werde euch einen Link in die Beschreibung setzen, okay? An dieser Stelle übrigens einen Gruß an meinen Hausarzt, Herrn Döbert. Der hat mir im Lidl zugerufen, dass er diese Sendung klasse findet. Das freut einen natürlich. Mindestens so freut es mich, wenn diejenigen, die hier bei YouTube vertreten sind, ein Abo da lassen und am besten noch gleich die Schelle drücken. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von Unterwegs mit Frank. So, genug gelabert. Wir wandern wieder. Es hat hier ganz offensichtlich, aber auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit geregnet. Du hast Schienenkleister. Ich glaube, da ist heute Schuhe putzen angesagt. Ups. Warum? Geht noch. Ja, das kann man schon als Panoramablick gelten lassen. Diese Fahne erinnert mich an Österreich-Urlaube mit meinem Opa. Also meine Eltern und die Eltern meiner Mutter sind im Urlaub mitgefahren und ich durfte mit meinem Opa in den Wald und
Wir haben dann aus Baumstämmen bzw. Tannen, die wir teilweise entastet haben, Höhlen gebaut. Und das hieß dann immer Tan, Tan. War für uns kleine Stöpsel sind natürlich doll. Ich glaube, dem Opa hat es auch Spaß gemacht. Erinnere ich mich immer noch gerne dran. Also hier hätten wir jede Menge Tarnmaterial gefunden, mit dem wir auch gleichzeitig die Hütten abgedeckt haben. Erste Zeichen von Zivilisation. Zivilisation ist gut. Eine Grillanlage ist das. Hier kann man Party machen. Bin ich eigentlich genau richtig? Jetzt gehe ich da auch der Sache offen auf den Grund. Guten Tag, wir werden hier getauft. Oder wie soll das funktionieren? Natürlich so nicht. Wir haben neue Bänke. Oh, das ist dann wohl. Das ist dann wohl das Taufbecken. Im 8. Jahrhundert sollen sich hier die Edlen der germanischen Stämme von einem Abt des Klosters Abdinghof haben taufen lassen. Ist aber nur eine Nachbildung. Komisch, die hatten doch damals auch schon Beton und so. Unglaublich. Naja, haben wir es gesehen, ne? So, das war sie. Diese Folge unterwegs mit Frank. Unterwegs waren wir in Holzhausen, Externsteine. Wir waren dann auf einem Rundweg mit Rehen, Blumen, Pflanzen. Zum Glück keinem Regen. Und Panoramaausblick. Mir hat Spaß gemacht. Es war nicht spektakulär, aber war okay. Kann man notfalls auch mit Kinderwagen gehen, dann aber mit großen Reifen. Also bei Buggys wärt ihr wahnsinnig. Ansonsten sage ich viel Spaß. Habt ihr hoffentlich gehabt. Ich hatte ihn. Würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge unterwegs mit Frank wiedersehen. Und ihr ein Abo da lasst. Oder einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr es scheiße fandet, einen Daumen nach unten. Okay, bis zum nächsten Mal.